Dann unseren Block 57, Instrumentenverstärker. Das ist jetzt eine spezielle Art von Operationsverstärkerschaltung, die man praktisch nie selber aufbaut. Also da kommen drei Operationsverstärker vor, aber kaum jemand geht her und nimmt drei Operationsverstärker-Bauteile und verschaltet die in dieser Art und Weise, sondern man nimmt einen fertigen Chip, wo diese Gesamtschaltung drinnen ist. Also was ist ein Instrumentenverstärker? Ein Instrumentenverstärker ist ein Differenzverstärker. Also ich habe hier zwei Eingangssignale, in Minus, in Plus. Und das, was dort anliegt, wird dann um einen bestimmten vorgegebenen Faktor verstärkt. Das heißt, die Beschreibung erinnert uns ein bisschen an die Operationsverstärker per se, die ja auch die Differenz von den Eingängen nehmen und verstärken. Nur bei den Operationsverstärkern haben wir gesagt, das ist eine unglaublich große Verstärkung, aber wir wissen nicht genau, wie groß sie ist und wir arbeiten damit Rückkopplungen und so. Diese Schaltung hat man eher für, wir wollen dieses Differenzsignal um den Faktor 1000 verstärken oder um den Faktor 100 verstärken oder um den Faktor 10 irgendwas. Und wir wollen, dass das aber ganz exakt ist. Also, dass es da jetzt nicht irgendwelche seltsamen Asymmetrien gibt, dass es kein Common Mode gibt, dass wenn ich beide Eingangssignale um einen Volt anhebe, dass ich da am Ausgang eine Änderung sehe, weil die Differenz ändert sich ja nicht, wenn ich beide um die gleiche Spannung anhebe oder absenke. Das sind so die Anforderungen, die wir haben an so einen Instrumentenverstärker. Und es hat sich irgendwie herausgestellt, die beste Art und Weise, das zu machen, ist, indem man drei Operationsverstärker in dieser Art und Weise in einem Chip zusammenpackt. Gut, letztendlich haben wir hier zwei Teilschaltungen. Wir haben links eine Teilschaltung, die aus einem differenziellen Signal ein anderes differenzielles Signal macht. Also wir haben hier quasi die Differenz zwischen in 1 und in minus und in plus und machen daraus zwei Signale, nämlich U1 und U2. Und U1 minus U2 ist halt in etwa, also ist um einen festen Faktor verbunden mit in minus in plus. Und dann haben wir hier in der zweiten Stufe jetzt genau diese Differenzverstärker-Schaltung, die wir vorher gemacht haben, wo ich gesagt habe, in dem Ding, wir werden dann gleich so eine Differenzverstärker-Schaltung sehen. Ich glaube, der Webbrowser ist noch offen damit. Genau, erinnert euch, da habe ich gesagt, wir werden dann nachher das hier sehen, eine Schaltung, die die Differenz zwischen zwei Signalen verstärkt wiedergibt. So. Und da ist sie, die rechte Seite ist genau das. Wir haben hier zwei gleiche Widerstände, die an den Eingängen sind. Und dann haben wir zwei wieder gleiche Widerstände. Der eine ist der Rückkopplungspfad und der andere ist zu einem Referenzsignal. Wenn wir das vergleichen mit dem, was wir da im Webbrowser haben, haben wir auch, haben wir auch zwei Eingänge mit dem gleichen Wert. Und dann einen Rückkopplungspfad und ein Referenzsignal. Und das Referenzsignal hier ist Ground. Das heißt, aber ich kann quasi hier eine beliebige Spannung wählen. Das ist ja quasi, der Op-Amp weiß ja nicht, ob ich dort Ground habe oder was auch immer, sondern der Op-Amp sagt im Wesentlichen nur die Differenz zwischen Output und dem, was ich hier Ground nenne. Die mache ich so, dass sie das Zehnfache der Differenz zwischen A und B ist. Und wenn ich jetzt quasi hier nicht Ground anhänge, sondern irgendeine feste Spannung, weiß ich nicht, 2,5 Volt zum Beispiel, die dann genau zwischen meinen 5 Volt und Ground liegt, dann ist es einfach der Bezugspunkt, auf den sich das bezieht. Und dann würde quasi A und B ist beide gleich, die Differenz ist 0, würde dann halt der Ausgang auf diesem Ground-Signal sein, was immer das ist, zum Beispiel 2,5 Volt in diesem Beispiel. Gut, also der rechte Teil, der sollte eigentlich relativ straightforward sein. Da ist jetzt nichts Neues drinnen. Die Frage ist nur, wie funktioniert dieser linke Teil? Und warum brauche ich überhaupt diesen linken Teil? Das ist eigentlich noch die interessantere Frage. Weil wir sagen, wir haben hier auf der rechten Seite einen funktionierenden Differenzverstärker. Warum habe ich dann noch eine linke Seite? Ja. Und ich habe eine Abschwächung. Das heißt, ich tue. Nein, also eine Abschwächung habe ich nicht, aber
Aber ich habe einen großen Eingangswiderstand. Das ist auf jeden Fall der erste wichtige Punkt, der große Eingangswiderstand. Dass diese Eingänge, die hängen direkt am Operationsverstärker Input Pins. Und die können im Bereich Gigaohm sein. Da kann sein, dass praktisch kein Strom durchfließt. Während hier beide Eingänge über ein Widerstandsnetzwerk mit anderen Sachen verbunden sind. Nicht? Und wenn das da, weiß ich nicht, 1 Megaohm ist und 10 Megaohm, dann habe ich gerade einen 10 Megaohm Widerstand zu Ground gemacht. Und das beeinflusst vielleicht die Messgröße, die ich messen möchte, erheblich. Also das ist der erste Grund, warum ich da eine vorgeschaltete Stufe habe. Ja? Mir fällt gerade so ein Bild ein, ich habe keine Ahnung, ob das eine Analogie ist, die passt oder nicht, aber wenn man so ein Seiltänzer ist, ja, dann ist man ziemlich wackelig, wenn man einfach nur da so auf dem Seil steht und fällt vielleicht auch gleich runter. Wenn man aber eine Stange nimmt, wie das viele Seiltänzer haben, denkt der unten steht erstmal, wieso ist der so deppert und trägt noch mehr da oben herum, das ist ja gefährlich, aber auf der anderen Seite stabilisiert einen diese Stange, ja, auf dem Seil. Du hast so ein Bild? Und da ist der Seiltänzer, der hält da die Stange? Ich habe jetzt nur das Seiltänzerbild, aber es ist einfach um diese kleinen Unterschiede zwischen kleinen Schwankungen zu fixieren. Also, nein, es hat nichts damit zu tun. Also das sieht man auch hier relativ schön, weil hier nämlich keine Bauteile vorkommen, die überhaupt in der Lage sind, den Zustand zu halten. Also, ich bräuchte quasi etwas wie einen Kondensator oder eine Spule oder sowas in der Richtung, sodass die Schaltung sich quasi erinnern kann, in welchem Zustand sie gerade vor einer Mikrosekunde war, damit das quasi stabilisierend an diesem Punkt bleibt und quasi eine Trägheit einbaut. Aber du sprichst einen wichtigen Punkt an. Man braucht das nämlich oft in Messschaltungen, damit man quasi stabilisiert, damit man gegen hochfrequentes Rauschen irgendwie ein bisschen unterdrückt und dann macht man Dinge mit Kondensatoren davor am Eingang. So, da macht man irgendwie noch vielleicht einen Widerstand am Kondensator und wenn sich dann die Eingangsspannung ändert, dann geht das nicht sprunghaft durch, weil erst dieser Kondensator umgeladen werden muss und das dauert eben eine gewisse Zeit, bis der Strom vom Eingang diesen Kondensator auf das neue Potenzial geladen hat. Also sowas macht man hier am Eingang. Der Grund, warum wir hier noch eine Stufe haben, ist, damit wir, wie gesagt, das ist ein Chip und diese Widerstände, die gleich sind, also R1 und R1 hier, die sind halt wirklich präzise gleich. Also wenn ich da in einen Sortimentkasten hineingreife, dann habe ich vielleicht 1% genaue Widerstände, aber die hier sind lasergetrimmt. Das heißt, die nehmen mal Widerstandswerte, die passen und dann fangen sie an, da seitlich Muster hineinzuschneiden, sodass der Widerstandswert ein bisschen kleiner wird und das machen sie halt genauso, dass diese Widerstandswerte dann exakt gleich sind. Und dann ist R1 gleich R1 und R3 ist gleich R3 und R4 ist gleich R4. Dann habe ich genau das perfekte Verhalten, was ich mir eigentlich wünsche von diesem Verstärker. Aber ich habe ein Problem. Ich kann nicht mehr selber die Verstärkung einstellen. Und das möchte ich eigentlich. Ich möchte quasi nicht als Hersteller jetzt hergehen und einen Chip machen für der verstärkt um den Faktor 10 und einen anderen Chip für der verstärkt um den Faktor 100, sondern ich möchte gerne einen Chip machen und mein Kunde, der kann über das Einsetzen von einem konkreten Bauteil bestimmen, was die Verstärkung ist. Und was glaubt ihr, welcher Bauteil das sein wird, wenn ihr euch diese Schaltung anschaut? R2, genau. Warum R2? Aha. Okay. Gut. Das ist der Vorteil von der ersten Reihe, da sieht man noch, was auf der letzten Zeile steht. Okay, also das ist richtig, das steht hier. Fällt dir ein anderer Grund ein, außer dass es ich behaupte? Weil wenn es hier steht, heißt es eigentlich nichts anderes, als dass ich diese Behauptung aufstelle. R1 und R2 würden auf die andere Seite desselben mit der Masse gehen, eine virtuelle Masse. R1 zu R2 stellt den Verstärkungsfaktor ein. Also, wir haben hier 4 Widerstandswerte, nämlich R1, R2, R3 und R4. Was ist bei diesen 4 Widerstandswerten an R2 ganz besonders? Er ist alleine, genau. Es gibt nur einen R2. Das heißt, in der Firma gehen die her und machen Lasertrimming und all diesen Unsinn, damit R1 und R1 wirklich genau gleich sind.
und dass die genau gleich sind, dass die genau gleich sind. Aber klugerweise haben wir einen Bauteil, der nicht getrimmt werden muss, weil es gibt den nur genau einmal. Und natürlich, wenn ich den ein bisschen unexakt wähle, dann habe ich das Verstärkungsverhältnis zwar nicht exakt bestimmt, das kann ich dann immer noch ausmessen zum Beispiel und dann mit der Messung arbeiten, aber die Common-Mode-Stabilität und so ist völlig erhalten. Das ist quasi der einzige Bauteil, den ich hier auswechseln kann, wo ich nicht sagen muss, irgendjemand muss den Laser trimmern auf ganz exakt einen Wert. Und darum habe ich diese Schaltung eben so gewählt, dass ich hier einen Bauteil habe, den ich von außen vorgeben kann, und zwar genau einen, mit dem stelle ich die Verstärkung ein. Kannst du bitte sagen, was das heißt, die Common-Mode-Verstärkung? Ja, das ist, ich habe quasi in einem Differenzverstärker zwei Messgrößen, nämlich die Differenzverstärkung und die Common-Mode-Verstärkung. Und Differenzverstärkung ist quasi, wie stark ich die Differenz am Eingang zum Außen weitergebe. Das ist das, was ich möchte. Und die Common-Mode-Verstärkung ist, wenn ich beide Eingangsspannungen gleichermaßen um 1 Volt zum Beispiel heraufsetze, wie groß ist dann die Auswirkung, die das auf den Ausgang hat? Und im Idealfall gar keine. Weil es soll ein Differenzverstärker sein, nur die Differenz soll einspielen. In der Praxis hat es immer ein bisschen eine. Aber wir wollen quasi für einen Messverstärker, dass diese Common-Mode-Verstärkung ganz, ganz klein ist. Also sagen wir zum Beispiel, wir wollen irgendwelche Gehirnströme messen und dann habe ich da einen Sensor und ich habe von außen irgendwie 50 Hertz E-Felder, die einschwingen und alles mögliche. Aber die wirken natürlich gleichermaßen auf beide Anschlüsse. Und ich will aber nur die Differenz messen zwischen diesen beiden Anschlüssen und die sollte nicht beeinflusst werden von diesen äußeren E-Feldern. Und dann ist es mir aber ganz wichtig, dass ich quasi dass diese Common-Mode-Verstärkung, dass die ganz, ganz klein ist. Also wir reden hier von 100 dB unter dem, was die Differenzverstärkung ist oder sowas. Dass ich wirklich sagen kann, das ist getrennt und das ist eigentlich die Hauptanwendung, warum ich solche Instrumentenverstärker nehme. Weil die eben diese ganz, ganz kleine Common-Mode-Verstärkung haben. Gut. Schauen wir uns an, wie dieser linke Teil funktioniert. Das ist nämlich das letzte Mal, dass meine geliebten diese Diagramme davor kommen. Und letztendlich haben wir hier wieder eine Strecke, die hier, wo der Strom durch alle Widerstände durch muss. Also irgendein Strom kommt da hinein und fließt jetzt durch R1 und hier kann aber kein Strom abzweigen, weil der Eingang ja hochohmig ist. Das heißt, der gleiche Strom muss durch den R2 fließen. Und hier kann er nicht abzweigen, weil das ist ja hochohmig. Das heißt, der gleiche Strom muss durch R1 wieder durchfließen. Und damit haben wir wieder genau diesen Fall, was sich prädestiniert für diese Diagramme, dass wir eine Reihe von Widerständen haben und wir wissen, durch diese Widerstände muss der gleiche Strom fließen. Das heißt, ich kann jetzt hergehen und einfach sagen, okay, da setze ich so eine Linie hinein. So. Und hier hätten wir R1, hier hätten wir nochmal R1 und hier hätten wir R2. So, jetzt haben wir offensichtlich hier U1 und hier U2. Aber was für Spannungen trage ich hier ein, bei diesen beiden Punkten? Also das ist dieser Punkt und dieser Punkt hier. Dieser Punkt hier, auf welchem Potential ist denn der immer? Er ist immer auf dem hier. Weil der Op-Amp ja dafür sorgt, dass diese beiden Eingänge auf dem gleichen Signal sind. Jetzt sind wir bei diesem virtuellen Äquipotential, wie wir es vorher genannt haben. Das heißt, wir können hier eintragen in Minus und das gleiche natürlich hier. Das hat zwar hier keinen Namen, aber wir wissen, wegen dem Operationsverstärker muss das in Plus sein. Also können wir das entsprechend beschriften. In Minus, in Plus. Und ich glaube, jetzt sieht man,
das Funktionsprinzip, warum ich über R2 die Verstärkung einstellen kann. Weil, wenn R2 sehr, sehr klein ist, dann geht das da quasi zusammen und ich brauche hier quasi die relativen Höhen nur ein bisschen ändern und hier die Ausleger am Rand, die pendeln ordentlich auf und ab. Also mit einem kleinen R2 habe ich eine sehr große Verstärkung. Wenn das R2 sehr groß ist, wenn ich dann irgendwie so bin, naja, dann muss ich das schon ordentlich rauf und runter tun bei den Eingängen. Entschuldigung. Damit sich U1 und U2 irgendwie verändert. Gut, also das war jetzt das letzte Mal, dass wir dieses Diagramm verwenden. Quasi in der Königsdisziplin mit drei Widerständen in Serie. Hat das was mit Hebeln zu tun? Warum das so? Naja, wir haben ja beim, also wir haben vorher, wenn wir das Diagramm eingeführt haben, haben wir schon diese, haben gesagt, wie eine Wippe zum Beispiel und so. Wir haben gesagt, man darf dieses Modell nicht allzu weit treiben, weil bei einer Wippe ist ja quasi diese Länge hier unverändert. Und in dem Diagramm ist diese Länge hier unverändert. Das heißt, wenn ich das quasi sehr stark kippe, dann wird diese Linie länger wegen dem Pythagoras, aber diese Länge hier bleibt gleich. Aber ich finde, als Bild zum Vorstellen ist das mit Wippe und so immer sehr, sehr gut. Oder einfach, ich überlege mir, ich habe einen langen Stab und ich nehme den quasi in der Mitte und ich nehme die Hände sehr nahe beieinander und dann schaue ich, wie viel muss ich die rauf und runter tun, da brauche ich nur ein bisschen und der lange Stab, der wird ordentlich hin und her pendeln. Aber natürlich, wenn ich ganz außen direkt an den Enden nehme, dann wird das nicht groß verstärkt werden, was ich mache. Nicht? Sondern muss ich selber mit meinen Armen rauf und runter gehen, damit sich was tut. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild dafür, was hier passiert letztendlich. Also ein großes R2 verstärkt nichts. Genau, ein großes R2 heißt kleine Verstärkung. Ein kleines R2 heißt große Verstärkung. So, dann machen wir unsere Diskussionen. Warum heißt der Instrumentenverstärker so stark? Was für ein Instrument? Ja, also je nachdem, was man liest, liest man auch manchmal Instrumentierungsverstärker. Eigentlich ist, glaube ich, der bessere Begriff einfach Messverstärker. Dass man das wirklich verwendet, wenn man Messgeräte und solche Sachen baut. Und die Kosten entsprechend. Also das fängt irgendwie an, vielleicht bei 10 Euro oder sowas für den Chip. Und wahrscheinlich bis oben hin gibt es keine Grenze. Man kann beliebig viel für sowas zahlen. Aber man verwendet das eben im Wesentlichen bei irgendwelchen Messgeräten oder so. Also auch, wenn ich sonst was mache, wo ich quasi was messen möchte, wie zum Beispiel bei der spannungsgesteuerten Stromquelle, da habe ich dann meistens nicht das Problem, dass das irgendwie auf so und so viele Dezimalstellen genau sein muss, sondern wenn es auf 1% genau ist, ist das gut genug. Die LEDs leuchten sowieso alle ein bisschen unterschiedlich hell. Aber wenn ich jetzt ein Messgerät bauen möchte und dann habe ich hier nachher was mir irgendwie die Ausgangsspannung auf 4-5 Dezimalstellen genau sagt, dann brauche ich natürlich davor etwas, was das entsprechend genau macht, nämlich diese Instrumentenverstärkung. Messverstärker, Instrumentierungsverstärker. Mhm. Was auch immer. Gut, also warum ist es schwierig, sowas aus einzelnen Op-Amps aufzubauen? Nicht? Heute mache ich mir selbst meinen Instrumentenverstärker. Weil die Widerstände zu ungenau hergestellt wurden. Genau, weil die Widerstände zu ungenau sind. Und dort sind sie eben auch eigentlich, wenn das Ganze vom Band fällt, mal ungenau, aber dann machen die eben dieses Lasertrimmen. Und darum sind die eben auch so teuer, weil es da quasi einen zusätzlichen Prozessschritt gibt, wo jedes einzelne dieser Devices in einem eigenen Abgleichaufbau drin sein muss, der in der Lage ist, Laser zu trimmen und ganz genau zu messen, was der Bauteil tut. Das Lasertrimmen ist ganz lustig, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, wie man Schnittmuster machen kann, die dann unterschiedliche Langzeitstabilitäten haben und so. Gut, also darum machen wir das nicht selber, sondern darum kaufen wir einen. Warum wird R2 verwendet, um die Verstärkung festzulegen? Weil er allein ist.
Weil er alleine ist. Genau, den gibt es nur einmal. Weil man ihn schön rausnehmen kann. Genau. Weil er alleine ist. Ja. Alleine. Gut, was für Anwendungen fallen uns ein für Instrumentenverstärker? Spannung kommt rein, Spannung kommt raus. Achso, Spannung. Also eine Spannungsveränderung. Also es muss Spannung reinkommen, weil diese Eingänge hochohmig sind. Da kann ich keinen Strom reingeben. Und es muss Spannung rauskommen, weil die letzte Stufe ist ein Op-Amp, ohne jetzt irgend noch eine Schaltung, die quasi dann Spannung-Stromwandlung machen würde. Das heißt, das ist definiert quasi als die Ausgangsspannung der Schaltung ergibt sich als so und so. Und ist dann halt mehr oder weniger niederohmig, je nachdem, ob das eine Eigenschaft ist von diesem Instrumentenverstärker. Okay, was für Anwendungen haben wir? Um hohe Spannungen zu messen. Um hohe Spannungen zu messen? Um niedrige Spannungen zu messen? Sagen wir, um Spannungen genau zu messen. Ob die hoch sind oder niedrig, das ist dann eher noch eine Frage der externen Beschaltung. Nicht? Also kleine Spannungen kann ich natürlich sehr gut messen, weil ich eben hier einen eingebauten Verstärker habe. Wenn ich jetzt irgendwie Kilovolt oder so messen wollte, dann bräuchte ich dann noch eine entsprechende Beschaltung davor, die mir im Grunde nur aufwendige Arten sind, Spannungsteile zu implementieren. Das wird dann quasi ein Volt pro Kilovolt oder so bekommen. Da gibt es eigene Tastköpfe und so für solche Anwendungen. Genau, aber das Augenmerk liegt eigentlich auf dem Genau und dann meistens damit verbunden klein, weil häufig, wenn man große Dinge hat, dann reicht einem das eher grob. Also niemand will irgendwie auf die letzte Dezimalstelle genau wissen, wie viel Spannung jetzt der Blitz hat, sondern gut, welche Funktion hat der REF-Eingang und warum nimmt man nicht einfach die Masse als Bezugspunkt? Wir haben da diesen REF-Eingang gehabt, da rechts. Wozu ist der da? Welche Funktion hat der? Widerstand würde ich dort nicht einbauen. Weil dann ist dieser Widerstand de facto in Serie mit R4. Das heißt, der Ersatzwiderstand ist dann irgendetwas, was nicht mehr R4 ist und auf einmal ist das ganze Ding ungenau. Aber ich kann es quasi auf eine beliebige Spannung legen. Ich kann es auf Masse legen, wenn ich möchte. Ich kann es auf eine negative Versorgungsspannung legen, wenn ich möchte. Aber ich muss halt schauen, dass der Ausgang noch sinnvoll drumherum pendeln kann. Also, wenn ich immer weiß, dass dieser Eingang höher ist vom Potential als der, ja, dann kann ich den REF-Eingang schon auf Minus legen. Aber wenn ich quasi beides haben möchte, mal positiv, mal negativ, dann muss ich halt irgendein anderes nehmen, ein Signal-Ground oder sowas. Und der heißt halt Referenz in dem Fall hier. Man könnte natürlich einen extra Ground-Anschluss machen, der genau diese Funktion hat, und verschieden ist von Plus und Minus, aber dann ist es wieder genau das Gleiche, es hat halt nur einen anderen Namen. Hier heißt es halt REF. Aber es geht quasi darum, dass ich frei wählen kann, auf welchen Bezugspunkt, auf welches Bezugspotenzial bezieht sich meine Ausgabe. Und dafür habe ich quasi noch einen eigenen Pin, mit dem ich das kann. Und Masse verwendet man eben nicht, weil das vielleicht Minus ist und dann geht es nicht noch negativer als das. Das wäre blöd. So, worauf muss man... Ja, aber toll. Das heißt, damit sowas kann ich abschneiden. Negative. Also ich könnte nur so ein Sinus machen, so ein Kuh. Ja, aber dafür braucht man es nicht unbedingt den Instrumentenverstärker. Das kannst du quasi... Ja, das ist teuer. Genau. Aber grundsätzlich kannst du das natürlich machen.
Meistens schaut man, dass man bei den Instrumentenverstärkern nie in diesen Bereich hineinkommt, in den sie kippen, weil dort werden sie ja extrem ungenau, sondern man schaut, dass man die woanders betreibt. So, worauf muss bei dieser Schaltung bei großer Verstärkung besonders geachtet werden? Darf ich noch was fragen? Ja. Kann ich das Vorzeichen von der Spannung, die beim Out rauskommt, steuern mit dem Referenz? Ja. Also ich kann, das ist das Vorzeichen, die Frage. Das Vorzeichen? Nein, das Vorzeichen steuert man, indem man die beiden Eingänge vertauscht. Ja. Was steuere ich mit dem Ref? Den absoluten Bezugspunkt. Also sag mal, die beiden Eingänge sind gleich. Also die Differenzspannung ist 0. Dann ist der Ausgang genau das, was bei Ref reinkommt. Also damit sagen wir, was entspricht 0. Und jetzt, wenn die Differenz so ist, dass der Ausgang quasi plus 1 Volt ist, dann heißt das Ref plus 1 Volt. Also es bezieht sich quasi immer auf dieses Ref. Okay, worauf muss ich da jetzt achten, wenn ich das mit sehr großer Verstärkung betreibe? Wenn ihr euch diese Schaltung quasi anschaut. Um den Strom mache ich mir keine Gedanken. Also, sagen wir, ich habe zwischen den beiden Eingängen 1 Millivolt. Und sagen wir, ich wähle R2 so, dass die Verstärkung von dieser Eingangsschaltung 1000 ist. Was ist dann die Spannung, die ich zwischen U1 und U2 habe? Also was ist die Eingangsspannung? 1 Millivolt ist die Differenzspannung am Eingang. Dann habe ich dort 1 Volt. Ja, dann habe ich dort 1 Volt. Und das Problem kann hier sein, dass wenn diese Eingänge quasi zu nahe an einer der Versorgungsspannungen sind, oder sagen wir zum Beispiel, dass, es ist ja wurscht, die sind ja nur 1 Millivolt auseinander, und sagen wir, sie sind 500 Millivolt, also ein halbes Volt bei der negativen Versorgungsspannung, dann wird das schon genau die negative Versorgungsspannung sein, wenn die dann quasi so um diesen Punkt links und rechts jeweils ein halbes Volt weggehen. Und es kann sein, dass ich dann quasi in diesem internen Punkt die das verlassen hat, was die Schaltung kann. Vielleicht ist mein Ref so gewählt, dass es in der Ausgangsschaltung da wieder passen würde, aber ich brauche quasi dazwischen kurz ein Potenzial in der Schaltung drinnen, das außerhalb von dem liegt, was die Schaltung eigentlich tun kann. Und das muss man sich ein bisschen überlegen, dass ich hier bei U1 und U2 vielleicht näher an meine Versorgungsspannungen rankomme, als ich das mit dem Ausgangs tue und als ich das mit den Eingängen tue. Und das ist dann quasi so ein weiteres Constraint, an das ich denken muss, dass natürlich die Schaltung nicht funktionieren kann, wenn ich da innen drinnen in dem Chip versuche, den Bereich zu verlassen, den mir die Versorgungsspannungen vorgeben. Gut. Ja? Du hast gesagt, das ist ein Chip oder so? Ja, ist ein Chip. Hat der auch so eine Nummer wie so ein 555 oder so irgendwas? Ja, die haben auch Nummern, aber ich weiß sie nicht auswendig, weil ich nicht gut bin mit diesen Nummern. Sind die unterschiedlich oder gibt es eine charakteristische, die man dann rausfindet? Nein, es sind unterschiedlich. Also der 555 ist, glaube ich, so ziemlich das Einzige, weil auch bei Op-Amps, es gibt 1000 Op-Amps, und es gibt inzwischen noch viele Firmen, die 555er bauen, ja. Aber dort heißen sie halt immer 555. Und okay. Bei den anderen divergiert das irgendwie so. Und ich wüsste jetzt zumindest quasi keine Nummer, die allgemein gültig ist für Instrumentenverstärker. Bei anderen Bauteilen, bei Transistoren zum Beispiel, gibt es das. Also BC547 zum Beispiel, das ist nicht ein konkreter Hersteller, sondern das ist ein Transistortyp, der von vielen gebaut wird. Ich glaube aber nicht, dass das für Instrumentenverstärker sowas gibt, sondern da
schaue ich dann nach und sage, das ist von Texas Instruments, das ist von Linear Technology, der jeweilige Chip. Okay, sonst noch? Wie heißt das auf Englisch, Instrumentenverstärker? Das weiß Google. Das weiß Google, okay. Okay. Oder Leo oder was auch immer. Okay. Ja, Wikipedia, genau. Ich verwende oft Wikipedia zum Übersetzen. Einfach den deutschen Artikel anwählen und dann gibt es den entsprechenden englischen und.